Hinter mir stehen 100 Leute, die wir heute mit der größten Carbonara der Welt satt bekommen haben. Leute, schreibt mal alle Pasta Poesia! Pasta Poesia! Leute, viel Spaß mit diesem verrückten Video. Okay, okay, aber wo haben wir eigentlich angefangen? Wenn ihr das Video seht, ist gerade der Pasta Poesia Drop live gegangen. Und ihr wisst, ich liebe Pasta über alles. Nicht umsonst habe ich eine eigene Pasta-Marke. Jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte irgendwas Cooles machen, was mit Pasta zu tun hat. Und eine meiner Lieblingspastas ist natürlich die legendäre Carbonara. Aber so wie sie wirklich sein sollte. Also ohne Sahne, mit Guanciale, einfach eine richtig schöne, echte italienische Pasta. Und wenn wir mal in den aktuellen Pasta Poesia Drop reinschauen, dann sehen wir natürlich genau das. Eine schöne Crema Carbonara, echter Guanciale und Spaghetti alla Chitarra. Was ihr aber auch nicht unterschätzen dürft, sind die Rigatoni mit Pesto Rosso, wie ihr es wirklich noch nie erlebt habt. Und weitere Spaghetti mit Cacio e Pepe. Wie ihr wisst, natürlich in 5 Minuten zu Hause zubereitet, ohne kochen zu können. Und für euch jetzt im Link unter dem Video zu bestellen. Pastapoesia.de. Wenn ihr mich fragt, hier drin befindet sich die perfekte Carbonara, aber wir wollten etwas Größeres. Wortwörtlich Größeres. Wir wollten die größte Carbonara der Welt machen. Also mussten wir erstmal herausfinden, was der aktuelle Weltrekord ist, und das ist gar nicht mal so einfach. Denn wenn man im Guinness-Buch schaut, dann gibt es nur die größte Pasta. Und das sind 8 Tonnen. Das wäre wirklich vollkommener Quatsch gewesen. Deshalb haben wir im Internet gesucht und sind auf ein Video von einem italienischen YouTube-Kanal gestoßen. Und zwar hat der italienische YouTuber Giovanni eine riesige Carbonara mit 25 Kilogramm gemacht. Und die gilt es zu schlagen. Deshalb habe ich mein Handy in die Hand genommen und habe Bernd Zehner angerufen, der neben einem guten Food-Channel auch eine eigene Catering-Küche hat, in der wir alle Gerätschaften bereitstehen haben. Wir sind jetzt angekommen in Itzstein und natürlich der Main Man, Itzsteins inoffizieller Bürgermeister, sowie von Frankfurt, Mannheim und überall ist hier Bernd Zehner. Guck mal bitte ganz kurz, was wir alles besorgt haben, weil es ist absolut verrückt. Ich habe noch nie so viel Pasta, so viel Käse, so viel Eigelb an einem Ort gesehen. Schaut erstmal hier rein. Davon haben wir gleich 2 Dinger voll mit frischer Pasta. Wie viel ist das? Sind das 15 Kilogramm frische Pasta, die natürlich noch mal mehr wird. Ihr habt ja gesehen, in dem italienischen Video sind es 25 Kilo Endprodukt gewesen. Bei uns sollten es mindestens 30 werden, damit wir sagen können, okay, wir haben die größte Carbonara der Welt gemacht. Natürlich braucht eine Carbonara Parmesankäse und Pecorino. Pecorino wusste ich gar nicht, dass er so aussieht im Ganzen. Am Ende des Tages ging es uns darum, nicht irgendwie eine Carbonara zu machen, sondern wir machen das wie bei Pasta Poesia aus den originalen Zutaten. Das heißt, wir haben eine schöne Guanciale, beziehungsweise 3 schöne Guanciale. Guckt ihr euch wirklich mal an. Also wirklich ein wunderschönes Produkt. Man sieht förmlich, wie viel Fett da drin ist. Bernd hat eine schon zu Ende bearbeitet. Leute, das wird richtig spannend, weil natürlich ist das hier kein Selbstläufer, sondern es gibt einige Fallstricke, die wir beachten müssen. Und es kann natürlich sein, dass das am Ende einfach stockt und wir am Ende einen Block 30 Kilogramm Carbonara-Ziegelstein haben. Können wir da nicht einfach Sahne draufschütten, wie sich das gehört für eine gute Carbonara? Bernd. Das hier drüben, Freunde, sind 3,5 Liter Eigelb. Wir müssen den ganzen Käse noch reiben, wir müssen Guanciale schneiden. Ich mache mich jetzt mal hier an die Arbeit. Und vor allen Dingen, in weniger als 2 Stunden kommen schon die ersten Leute. 2 Stunden für eine Pasta ist jetzt großzügig, aber wir machen halt eine ziemlich große Pasta. Deshalb ab an die Arbeit. Da musst du richtig arbeiten, ne? Da sieht man auch mal, wie das aufgebaut ist. Ich meine, Guanciale ist ja eine Schweinebacke. Da sieht man erstmal, was das für Apparillos sind, ne? Also, das ist echt ein ordentliches Stück Fleisch. Guck mal, schau mal, der kritische Blick da von der Seite. Vor allem die 10 kritischen Blicke von dieser Seite. Wir sehen ganz natürlich das Arbeitsumfeld. Das hat schon sehr professionelle Züge, was du da machst immer. Bernd, ja, das hab ich dir ja schon mal gesagt. Mach bitte weiter. Wenn ihr diese Erfahrung auch haben wollt, Bernd bietet auch Kochkurse an. Absolut. Und wir suchen Auszubildende aktuell. Ja, geil. In der Küche. Bernd ist so der Culinary Drill Sergeant, der so dahinter steht und schneller ruft. Ja, stimmt, Deutsche Konferenz. Bernd und ich wollen unbedingt nach Texas für eine Barbecue-Tour. Und Eric will einfach nicht. Vielleicht könnt ihr ja mal ein gutes Wort einlegen, um den zu überreden. Er will lieber heiraten. Voll dumm. Irgendwas Doofes. Bei 2000 Kommentaren machen wir sie. Normalerweise unsere Videos haben so 300 bis 500 Kommentare. Mhm. Also das ist schon ein Challenge. Aber Max, vor allen Dingen, du hast ja jetzt Pasta Poesia, du hast Blog, ne? Verschiedenste Unternehmen. Ich möchte ja jetzt auch ein Business aufbauen. Du willst ein Business aufbauen? Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, dann benutzt du auch Shopify.
Denn auch beim neuen Pasta Poesia Drop setzen wir natürlich auf Shopify, denn ohne den richtigen Partner wäre der Verkauf bedeutend schwieriger. Bei Pasta Poesia mussten wir alles von Grund auf neu machen. Eine Firma anmelden, eine Marke gründen, die Rezepte entwickeln und natürlich den richtigen Shop aufsetzen. Und um ehrlich zu sein, oft wussten wir nicht weiter, aber wir haben nicht aufgegeben und weiter an die Idee geglaubt. Ich selbst habe aber immer schon davon geträumt, Menschen die perfekte Pasta einfach zugänglich zu machen und bin deshalb sehr, sehr froh, das Projekt umgesetzt zu haben. Als wir dann den Shop gelauncht haben, gab es keine bessere Wahl als Shopify. Und umso stolzer bin ich natürlich, dass sie mich jetzt schon seit über einem Jahr begleiten und der Partner dieses Videos sind. Shopify bietet eine All-in-One-Plattform, mit der jeder seinen Shop erstellen kann. Ganz einfach mit der App oder vom Desktop. Shopify unterstützt Unternehmen auf dem gesamten Weg, vom ersten Verkauf bis zum vollen Erfolg und stellt dabei Ressourcen zur Verfügung, die sonst nur großen Unternehmen vorbehalten sind. Es ist super einfach, sein Lieblingsdesign aus den eigenen Themes auszuwählen und einfach loszulegen. Und dann könnt ihr alles frei verändern, so wie es euch passt. Wenn ihr etwas verkauft, erhaltet ihr eine Benachrichtigung auf euer Handy, ihr habt die Statistiken immer im Blick und wisst genau, was in eurem Inventar ist. Also klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code und probiert Shopify kostenlos aus, denn mit diesem Tool ist der Weg zum eigenen Unternehmen nicht mehr weit. Hast du einen Shopify-Shop überhaupt? Ja, ja, klar. Ich habe alles, also alles auf Shopify. Ja, das Produkt, ne? Übernehmen. Man rutscht so über das Messer und über den Griff weg. Ihr müsst euch ja mal so eine Scheibe Guanciale anschauen. Das ist eine exemplarische Scheibe Guanciale. Und das ist über die gesamte Backe genau so ein Fettanteil. Also das ist nie mehr Fleisch als hier. Und das verflüssigt sich halt dann und kommt als Geschmack mit in die Carbonara. Und das ist auch so ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir vielleicht mal so ein Stück, ist das, was in einer einfachen Portion drin landet. Das ist halt ein bisschen mehr. Also ich sag dir ehrlich, ich mache mir gar keine Sorgen. Ich habe auch jetzt gerade zumindest. Genau. Die allergrößte Hürde ist halt die, die zum Ende kommt. Und zwar stockt uns das Ganze. Mumi, machst du dir Sorgen? Ja, ja, hat hier schon mal eine, wir haben noch nie eine 35 Kilo Carbonara gemacht. Fütter mich, Bernd. Ne? Wie du es dir gewünscht hast. Zum Abschluss nochmal so, damit es positiv in Erinnerung bleibt. Brüll mir seine Gulaschwürfel hier. Boah, jetzt zeig mal, was du mit dem Käse da machst. Pecorino, ne? Ich würde jetzt einfach so einmal in der Mitte ansetzen. Boah, das wollte ich schon immer mal machen, ne? Einfach so riesig. Aber auch, dass du nicht wegrutschst und dann haust du dir das Ding in die. Du weißt schon, gell? Mhm. Merkst du, so ein Ding ist das. Puh! Yes, baby! Probieren wir mal die Qualität. Boah. Und ihr kommt mal kurz mit rüber an die Maschine, ja? Schau mal, wir haben hier so ein Maschinchen. Da kommt einfach, ist eine Reibe drin und da kommt der Käse hier oben rein, wie man es halt auch von zu Hause kennt, nur ein bisschen kleiner, größer und dann runter. Und dann kommt das hier raus, feinste Käsestreifen. Und das Geile ist, die Maschine, die hat Druck und die hat Kraft. Auch durch die Bewegung und bei dem Reibevorgang schmiert der Käse nicht. Ne? Das siehst du hier, der fällt locker runter. Ne? Das ist das Ding. Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Wir drücken. Das ist ja von selbst. Wie ein guter Wein, ne? Wenn er Luft bekommt. Ja, ja, so ist das. Mhm. Wir wären ohne Bernd wirklich so am Arsch gewesen. Ohne diese ganzen Gerätschaften kannst du vergessen. Das ist wirklich so nice, dass wir das hier benutzen können. Das nenne ich mal eine ganze Menge Käse, Bernd. Da waren wir fleißig, oder? Das alles von Hand gerieben zu haben. Unglaublich. Ich hoffe, dass die Leute nicht gesehen haben, dass wir die Maschine benutzt haben. Nein. Wo stehen wir jetzt gerade? Wir haben unseren geriebenen Käse. Jede Menge davon. Wir haben unseren Guanciale. Sehr viel. Und 3,5 Liter Eigelb. Das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt im Prinzip anfangen, unsere Crema Carbonara herzustellen, indem wir zunächst einmal den Guanciale auslassen. Rein in den Bräter, hast du es genannt. Genau, richtig. Hab den jetzt mal so auf 160, 170 gestellt. Ja. Und der braucht ja einen Augenblick, bis er warm wird. Das finde ich gerade gut, weil jetzt kann das so langsam mit der Platte heiß werden. Ja, weißt du? Ja, ja. Und dann hat es auch die Möglichkeit, schön langsam auszulassen. Wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man, es fängt jetzt leicht an zu zischen. Ja, Mann. Und dieser Stöpsel, den wir hier drin haben, der wird später noch nützlich, denn wir trennen ja dann die knusprigen Guanciale-Würfel vom Fett. Ach du Scheiße. Ich hab gehört, du brauchst eine große Pfanne. Das denn? Das ist ja geisteskrank. Oder? Ist doch geil, oder? Ja. Das ist doch keine Paella-Pfanne. Alter Schwede. Mein Thumbnail wurde gerade 500% besser. Alter Schwede. Da jetzt noch 30 Kilo Carbonara drin. Bist du schon wieder im weißen T-Shirt, glaube ich, heute, ne? Ja. So, Freunde, wir werden jetzt, damit wir auch gleich getrost behaupten können, dass wir die größte Carbonara der Welt gemacht haben, einmal wiegen. Und zwar in der Wanne, in der wir gleich alles mischen werden. Wir checken jetzt einmal das Gewicht von der Unterlage und der Wanne, in der wir gleich alles vermengen werden.
sodass wir später wissen, was wir abziehen können, denn wir machen das ja nicht zum Spaß, wir wollen ja einen Weltrekord erzielen. Eric, kannst du mir sagen, was da steht? 19,4 Kilogramm. Ziehen wir gleich 19. ab und dann haben wir das finale Gewicht. Jetzt schnell nach Guanciale gucken, weil ich glaube, der ist gleich fertig. Es geht jetzt wie folgt weiter. Wir wollen jetzt den knusprigen Guanciale von dem Fett trennen, das wir ausgelassen haben. Dafür haben wir das Ganze ja schon mal in diesem Becken hier gemacht, das lustigerweise einen Stöpsel hat. Und wenn wir den Stöpsel ziehen, diesen weißen Stöpsel hier oben, dann tropft uns das Ganze gleich hier unten in unseren Topf, den wir schon vorbereitet haben, mit einem Sieb drin. Das heißt, erstmal Guanciale rausfischen und dann gucken wir, ob diese Konstruktion auch wie gedacht funktioniert. Das ist wirklich, das ist Gold. Schön abtropfen lassen, ja. Je mehr wir tropfen, desto knuspriger wird es, ne? So ist es. Ja, das ist schon ganz okay. Hier ist der Auslass und wenn wir das jetzt so... Wissen. Ja, ja, so ist perfekt. So passt perfekt. Dann ziehe oben raus. Der große Moment. Ach, okay. Da haben wir das Ding. Ich an die Seite. Und jetzt kehren wir den Rest der Guanciale mit dem Fett einfach durch und ihr seht, wie es unten rausfließt. Richtig, richtig geil. Wir sind auch richtig gut im Zeitplan. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Und... So, hier ist der Good Stuff. Einfach schön. Hier drüben haben wir unser Fett. Das ist wirklich ein guter Liter Guanciale-Fett, wie wir es uns am Anfang gedacht haben. Bernd hat Spaß. Guck mal Bernd an. Also die Pasta ist gut erst in einer Stunde fertig und ich glaube, die ersten Leute sind schon draußen. Deswegen gehen wir einmal ganz kurz schauen und fragen die Leute mal, ob sie auch Hunger mitgebracht haben. Da sind wirklich schon Leute, die sind ja verrückt. Hallo! Hallo! Alles gut? Ja, alles super. Haben Sie Hunger mitgebracht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts gegessen zum Mittag, damit wir das essen. Geil. Dann seid ihr gleich aber auch die Ersten. Ja. Ich merke euch eure Gesichter, okay? Dankeschön, ja. Ist das crazy, Digga. Die ersten Leute sind schon da. Ich bin so hyped. Das wird so krank. Bis jetzt konnte nichts schief gehen. Jetzt schon. Aber wir langen einfach mal mit vollen Händen zu, ballern mal ein bisschen Käse rein und werden jetzt peu à peu unsere perfekte Crema erarbeiten. Am Ende des Tages, das ist immer eine Fingerspitzengefühlfrage. Ja, klar. Ich schütte mal ein bisschen Eigelb drauf. Jetzt ist noch nichts mit Temperatur im Spiel. Das heißt, jetzt können wir erstmal ein bisschen verrühren. Komm, du kannst ja mal ein bisschen vorsichtig Nudelwasser dazugeben. So Schiss. Du sagst, wie du es willst. Da merkt man aber auch direkt, wie das Volumen wieder abnimmt, ne? Sobald man hier Flüssigkeit super arbeitet. Ja, ja, voll, voll. So eine Konsistenz brauchen wir dann nur am Ende mit allem, was hier vor uns steht. Das heißt, nach und nach werden wir jetzt gemeinsam hinzufügen, bis wir die Wunschkonsistenz erreicht haben. Das ist Arbeit, ne? Auf jeden Fall. Also das sieht jetzt eben vielleicht in den großen Behältnissen und so, sieht es immer so klein aus. Alles. Es ist verdammt aber groß. Es ist Menge. Einfach, es ist wirklich Menge, ja. Guck dir den an. Ei dazu. Jede Handvoll Käse ist so eine Familienportion. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also das hier reicht für ein ganzes Blech Lasagne. Ist wirklich so geisteskrank. Im Prinzip wiederholt ihr euch ja jetzt einfach nur genau, die ganze Zeit. Das ist ein ständiges Adjustieren. Das komplette Fett da noch reinschütten. Ja, finde ich sinnvoll. Wir haben, wie ich finde, jetzt die perfekte Konsistenz erreicht. Also so, es tropft leicht vom Schneebesen runter und jetzt brauchen wir den Baseballschläger. Ja, da ist er. Ja, so ein bisschen was frischen Pfeffer, ne? Wie geil ist diese Pfeffermühle? Also ein bisschen frischer Pfeffer gehört natürlich auch rein in die Carbonara. Dass man dann noch so ein bisschen diesen Kontrast hat, die schwarzen Punkte drin hat, gehört einfach dazu. Nicht wenig anstrengend. Wenn das einfach gewesen wäre, hätte es ja jeder machen können. Wir sind auch die Ersten auf der Welt, die das machen in der Größe. So ist das. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde, bis es losgeht und anscheinend sind schon die ersten Leute draußen. Ja? Ich bin gespannt, weil wir brauchen natürlich auch ein paar hungrige Mäuler, die wir stopfen können. Ohne nützt nichts. Wir gehen jetzt einmal Hallo sagen. Ich sehe es hier so grob hinter dem Dings da durchschimmern. Da sind schon ein paar da. Aber gut so. Ich meine, was für ein Wetter, Bernd. Wie bestellt, oder? Es sollte erst regnen, dann wäre das hier wortwörtlich ins Wasser gefallen. Wetterbericht hat gesagt, durchgehend Regen. Aber, du weißt ja, wenn du hier bist, dann scheint die Sonne immer. Wenn wir gemeinsam sind, gibt es keinen Regen. Was geht? Oha! Alter Schwede! Alles gut, Leute? Hallo zusammen! Habt ihr alle Hunger mitgebracht? Wir sind kurz davor, dass wir fertig sind. Das heißt, wir kommen gleich raus, bringen die Carbonara und ihr könnt es euch alle schmecken lassen. Sagt all euren Freunden Bescheid, wir haben auf jeden Fall genug für alle da, okay? Ich hoffe, dass wir alle satt kriegen und dass wir am Ende auch auf nichts sitzen bleiben, weil wir wollen natürlich die Leute mit guter Pasta glücklich machen. Freunde, wir warten seit gefühlt einer halben Stunde vergebens darauf, dass das Nudelwasser endlich anfängt zu kochen. Wir haben nämlich mittlerweile schon kurz nach 4. Das heißt, die Gäste sind schon draußen, warten, da ist richtig was los. Und wir werden es jetzt wie folgt machen. Wir haben hier unsere Pasta und die werden wir in Etappen kochen. Das heißt, die erste Box teilen wir auf die beiden Töpfe auf. Dann nehmen wir die Pasta mit Nudelwasser dran, geben sie in unsere Wanne hinein, durchmischen dann mit der Crema Carbonara und dann kochen wir den Rest und geben den dazu und justieren dann mit Nudelwasser nach. Puh, langsam bin ich wirklich aufgeregt, weil da stehen jetzt so viele Leute und wenn wir jetzt irgendwas verkacken hier, dann warten die umsonst. Ja. Die kriegen einfach alle nichts zu essen. So.
So, die brauchen wirklich nur 1-2 Minuten. Gut. Oh, die sind gut. Die sind gut, die müssen raus. Hilfe, Bernd! Nudeln, ab geht die Post. So, mit Restwasser, Nudeln rein. Eieiei. Das ist eine Hälfte nur. Ja. Ja, das darf man halt nicht vergessen, so Nudeln, ne? Gewinnen halt ordentlich an Volumen dazu, wenn man die kocht, ne? Willst du die überordentliche Ehre haben? Du rührst, das ist dein Feeling, Diggi. Ich okay, gebe mal das hier her. Okay. Mach erstmal hier, wo wir ein bisschen weniger haben und gib drauf. Ich sag ja direkt viel rein, dann kühlt die Nudel so ein bisschen ab. Boah, das sieht schon geil aus, Alter. Das sieht echt gut aus. Und so machen wir das bei Pasta Poesia auch. Boah, geil, 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 geil. Leute, wir sind auf einem richtig guten Weg. Wir sind voll mit Carbonara. Sag mal, ob es schmeckt. Es muss am Ende schmecken wie eine perfekte Carbonara im Mini-Format. Wir brauchen Salz. Stark, Baby, stark. Crema bereit. Gleich wird gewogen. Das heißt, gleich wird sich erstmal zeigen, wo wir hier wirklich stehen. Aber wir müssen Loki ohne Guanciale wiegen. Das heißt, idealerweise kommen wir hier schon über die 25. Ich fühle mich so, als würde ich auf so einem Fischkutter arbeiten. Mir schlagen so die Wellen ins Gesicht. Müsst ihr aufpassen, dass es nicht runterkommt. Achtung, Reis. Ja, wir brauchen jetzt wieder Crema, Nudelwasser, alles. Also, Freunde. Wenn ihr dieses Video gerade seht und Lust habt, mit ein bisschen weniger Stress eine geile Carbonara zu essen, pastapoesia.de. Unser letzter Drop ist jetzt online und ihr könnt diese wunderschöne Carbonara in 5 Minuten zu Hause genießen. Okay, okay, ab geht's. Guck mal, jetzt kommt die restliche Crema drauf. Hey, krass, wie viele Leute hier dran mitarbeiten, Diggi. Guck dir das mal. Das war Eric, jetzt haben wir einen Löffel dabei. Was ist dein Gefühl? Konnten wir den Rekord brechen? Es ist wahnsinnig viel, glaube ich. Man kann es halt gar nicht einschätzen. Das könnten jetzt so 15 Kilo sein, aber auch 30. Aber auch 50. Ey, mir stehen wirklich die Schweißperlen auf der Stirn. Lass mal einmal kurz versuchen. Ein richtiger. Boah, das ist... Ja, pass auf, dass sie nicht abschmiert. Ja, ja, ja. Hab ich am meisten Schiss vor. Okay, also 13, 1, 13 Kilo Dings sind schon mal drauf. So, wir haben 54,8 minus 19,4, ich kann kein Mathe, 35,4 Kilogramm. Wir haben den offiziellen, inoffiziellen Carbonara-Weltrekord geschafft. 1,5 Kilo Guanciale kommen noch mal oben drauf. Bringen wir das Ding raus, geben es in die Pfanne und stopfen ein paar hungrige Mäuler. Endlich was zu essen, geil! Ja, los geht's. Leute, jetzt Kanal abonnieren. Unten links, schmeckt gut, kostet nichts. Wissen wir noch nicht erst seit gestern. Außerdem netten Kommentar und Daumen nach oben. Ein bisschen Laune rein. Und jeder, der gerade den Kanal abonniert, muss auch Bernds Kanal abonnieren gehen, weil ohne ihn, sage ich euch ganz ehrlich, und ohne die vielen helfenden Hände hier, keine Chance. Hätten wir nicht geschafft. Ich merke das jetzt erst, hätten wir einfach nicht geschafft. Deshalb lassen wir es uns schmecken. Eine wunderschöne, cremige Carbonara. Mmh. So, Freunde, es geht los. Die größte Carbonara der Welt. Oh yeah, Baby! Yes! Achtung, Achtung, es regnet Spaghetti! Ey, das kann sich sehen lassen, oder? I make it rain, Bernie. Das hier ist Carbonara, wie sie sein muss. Oh yeah, Baby, sieht das geil aus. Alter Schwede. 2 Stunden haben wir gewartet. Ey, ey, 2 Stunden, ja. 2 Stunden ist krass. Ihr kriegt auf jeden Fall eine warme Carbonara. Mann. Zack. So. Dankeschön. Ja, mein Lieber, ist gut. Das wird auch nicht weniger, ne? Das wird wirklich nicht weniger. Das ist kein Stunt hier. Diese Cremigkeit. Bernd, guck mal. Danke. Guten Appetit, mein Lieber. 2 Stunden warten haben sich gelohnt. Sagst du, wie es ist? Richtig geil. 10 von 10. Ey, lass mal schauen, wie viele Leute hier sind, bitte. Alter Schwede, ist das krank. Ey, Juchen, das geht ja immer weiter. Habt ihr Hunger mitgebracht? Sehr gut. Finde ich Bombe. Also wäre ich nicht laktoseintolerant, würde ich sagen 10 von 10, aber 10 von 10 trotzdem. Also ich glaube, es ist für mich auch eine 10 von 10, weil der Käse ist super verschmolzen, der Schinken ist brutal, aber ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet, vor allem nicht bei Max und Bernd, deswegen, ja. Ich hätte es nicht gedacht. Man hätte nicht besser planen können. Oh yes, Baby. Es ist einfach Zufall, dass genauso viele Leute kommen, wie wir Pasta da haben. Ey, ich bin gerade wirklich glücklich. Jungs, die ersten kriegen schon die zweite Portion. Ja, damit wir on cam noch was essen. Genau, aber wir machen uns am Ende so die Rührei-Pasta fertig. Sehr, sehr lecker. Wirklich. Also ich übertreibe nicht. Aber es sind die besten Nudeln, die ich jemals gegessen habe. Wer hätte das gedacht? Nicht mal eine halbe Stunde später ist dieses ganze Ding leer. Und wir haben jeden in der Schlange satt bekommen. Der Letzte in der Schlange kriegt die letzte Portion. Die wollten auch noch rein. Von 1 bis 10 schon eine gute 9. Ich gebe eine 10 von 10, auf jeden Fall. Ja, Leute. Freunde, wir haben es geschafft. Die größte Carbonara der Welt und nicht irgendwie. Also ihr habt gesehen, was wir da die ganze Zeit rausgegeben haben. Es war wirklich on point. Und Bernd, ohne deine Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Schaut unbedingt bei Bernd vorbei. Kuss geht nochmal raus an Shopify, die das Video unterstützt haben. Abonniert Bernd, schaut bei ihm vorbei. Ich lasse mir das jetzt schmecken und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.